Willkommen zu einem weiteren Video aus der Kategorie Entgelt bezahlt. Naja, heute ist Silvester, Leute. Und eins mache ich noch auf. Und zwar vom Tom. Zack, das ging gut. Das ist. Ja, geht. Oh, da ist was. Ein handgeschriebener Zettel. Hoffentlich steht da nichts Böses drauf. Oh, Simon Whitlock. Aber keine Pfeile. Mal gucken. Hallo Simon, ich hab's endlich geschafft. Ja, du, Tom, ich hab's jetzt auch endlich geschafft, das aufzumachen. Zwei Sätze Darts, geil. Mach damit, was du möchtest fürs Zentrum. Ja, super, mach ich. Deine Videos gehören für mich zum Darts dazu, wie das tägliche Training. Geil. Nee, Tom, natürlich mach ich ein Video. Tom schreibt, du musst kein Video machen wegen den zwei Sets Darts. Hallo? Das ist der Wahnsinn, zwei Sets Darts. Und übrigens, dieser MVG-Aufmach, blüb, blüb. Danke, Kamera. Dieser MVG-Aufmachfahrer da. Ach! Geil! Den findet jeder so geil mit den 180 drauf, ne? Vom Finn war der, glaube ich. Ich habe ja gesagt, der ist der geil. Der ist geil. Also, von wegen Kleinformat Omnis, das ist klasse hier. Ich freue mich mega, Tom. Vielen Dank. Vor allem eine Simon Whitlock-Verpackung. Freue ich mich auch. Oh, hoppla. Das ist nicht nur eine Verpackung. Die haben sich nur versteckt, oder? Die waren niemals weg. Da ist was Schweres drin. Haben sich nur versteckt. Na gut. Was mache ich jetzt? Okay, jetzt habe ich mich selber überfordert. Wie von wegen zwei Sets Darts. Hier sind tausend Sachen drin. Okay. Geil. Erstmal danke für den Brief. Der ist super. Dann gucke ich mal hier. Ich mache das jetzt mal ein bisschen unverschämt. Ah! Und schon wieder ist hier so ein Slot-Lock-Regen abgehauen. Hey, Tri-Pack? Supergrip von Harrows? Noch nie gesehen, so ein Tri-Pack, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die schon ein älteres Design sind, oder? Wenn ich jetzt komplett falsch stehe, gesagt mir Bescheid, aber das kommt mir vor als, genau, älter als diese hier. Als diese Designs. Kann auch völlig falsch liegen. Es kommt mir nur so vor, irgendwie von der, weiß gar nicht, wieso. Ja, gut, das ist auf jeden Fall ein Ring. Dann haben wir hier noch die zwei, die machen wir dazwischen. Dann fehlen uns noch zwei Ringe sozusagen. Die suche ich mal kurz. Aha, hier seht ihr, wie ich suche. Gefunden. Okay, nice. Ja, passt. Der ist ein bisschen ausgeranzt, aber das macht nichts, weil ich da so einen rabiaten Jugendspieler habe, der alles wegballert und da gehen ein paar Sachen kaputt, dann sage ich, komm hier, schraubst du die drauf, machst du die auch noch kaputt. Passt. So, genau, Flights, da habe ich so eine Sammelbox. Wenn die nicht komplett sind, macht überhaupt nichts. Die sind noch in den Zustand, wo man sie noch spielen kann, ohne Probleme. Kannst du drauf machen, ballern, los geht's. Also geil, super. Pentathlon in Birnenform und Ruthless, ja. Na, da hat jemand die gespielt wahrscheinlich. Nee, obwohl, egal. Den einmal erneuert, passt schon. Zack. So, jetzt der nächste, der mein Weltbild zum Wanken bringen will. Ruthless. Und da drin sind Ruthless. Leute, ihr wisst doch, dass die Ruthless-Tüten für andere Sachen sind als für Ruthless. Nee, okay, geil. Oh, geil, geil, Ersatzspitzen. Okay, nice. So eine Spitzenmaschine hole ich mir noch. Hoppasa. So eine Repointer-Tool. Nö. So ein. So ein Repointer-Tool. Wenn man so ein zweimal macht, scheinbar, dann muss man gehen. Ah, und Tütchen, hast du gehört? Du hast gehört, dass ich gesagt habe, ich brauche so Tütchen, gell? Ich habe mir jetzt zwar viele gekauft, aber die sind super, weil ich habe nur welche mit so einem Loch drin und nicht mit so einem länglichen Dingo. Und dann kann ich die gut aufhängen. So, dann noch mehr Ruthless. Ruthless. Geil. Okay, nochmal. Ah, verschiedene Farben, verstehe. Zack, zack. Noch ein Tütchen, zack, zack. Und die blauen, zack, zack. Geil. Geil, vielen Dank. Hey, ich habe echt mal Bock, auch solche zu testen. Warum spielt jeder Pentathlon? Die Dinger sehen doch eigentlich viel geiler aus. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Und ein Schaft, das ist kein Pro-Grip-Schaft. Der hat oben keine Batman-Frisur. So, das schieben wir mal hier dahin. Das kann ich dann später den Tüten zuordnen. Das haben wir gemacht. Und jetzt gucken wir mal hier rein. So, fahre ich mal hier entlang. Ah, klack, wie so eine Muschel. Das sah nach Carella aus. Mal näher begutachten. Ich drehe den jetzt mal. Das Carella hat irgendwie immer noch für mich. Wenn da jetzt ein Harrows-Zeichen drauf ist, kriegt mir erstmal gar nicht raus. Da sind Titanium Pro. Target Conversion Points Titanium Pro. Steht hier auch drauf. Super geil. Denn ich
habe ja hier auch Steel Darts im Zentrum und hier kommen die ganzen E-Darter von Augsburg und die allermeisten brauchen irgendwie Conversion Points oder wollen sowas haben. Und da habe ich die schon alle verkauft eigentlich. So, und ich würde jetzt trotzdem dabei bleiben und sagen, das ist ein Carella Dart. Bin mir nicht sicher, aber ihr könnt mir Input geben. Der Grip ist echt 1 von 5. Kaum Grip. Ja, seht ihr, ich krieg wieder die Schwielen am Finger. Das ist geil. Hast du Schwielen am Finger, machst du die Dinger, hä? Meine Darts-Weisheiten. Okay, ich halte ihn so. Ich weiß auch nicht, warum ich da oben am Finger immer aufnehme. Ich halte ihn überhaupt nicht so mit dem da dran. Ich halte ihn so. Ich komme da gar nicht hin mit da oben. Keine Ahnung, was da passiert. Und auch mit dem Daumen komme ich da nicht hin damit. Irgendwie müsste ich mal meinen Wurf analysieren, schauen, was da passiert. Okay, geile Darts, die sind sehr leicht, sind E-Darts. Werde ich auch mal wiegen bei Gelegenheit, aber jetzt haben wir so viel vor und heute ist Silvester. Ich muss ein bisschen losmachen, ich muss ja das auch noch editieren. Und Geschäfte haben bis 2 auf, jetzt ist schon 1. Das schaffe ich nie im Leben, aber meine Frau... Geil. Meine Frau ist einkaufen. Laser-Edged Aluminium Shafts, Rhino Signature Wizard Flights. Yeah, original unterschrieben von The Wizard. Oh, geil. Das finde ich jetzt richtig geil, weil ich habe ja diese Knudelform... Diese Nudelknudel von Whitlock. Und jetzt habe ich quasi den direkten Vergleich zwischen Nudelknudel und Powerflower. Ach komm, ich gehe mal kurz dahin und dann wiege ich auch die Kolleginnen. So, hier habe ich die Simon Whitlock, die ich schon mal bekommen hatte. Guckt mal. Und jetzt habe ich den Vergleich zur Knudelnudel. Und ich nehme mal an, die sind älter. Und Simon hat dann festgestellt, ja, ich halte den eigentlich immer hier, kann ich hier so ein Groove-Ding reinhaben? Und dann haben die gesagt, ja klar kannst du so ein Groove-Ding reinhaben. Und jetzt hat er die da bekommen. Also Winmar, ne? Und Winmar hat gesagt, komm, wir machen die hier. Die hier. Gibt es ja wieder neue jetzt mit Lila und Special Edition alles. Aber die waren wohl mal ursprünglicher, ne? Glaube ich. Sieht so aus. Oh, geil. Ich finde, das hat sowas, so eine Patina. Da sind so Würfel einfach schon drin. Da wurden schon irgendwie ein paar tausend Würfel mit reingespeichert. Ich liebe das. So ein Dart, so eine Patina hat. Und hier habe ich übrigens das Q-Soul Setup gestern getestet, das ich im letzten Video ausgepackt habe bei den Paketen. Ich glaube, der Björn hat es mit reingelegt. Und das sind die Red Dragon Razor Edge. Die kosten um die 20 Euro. Super billig. Und die habe ich gestern genommen so. Und dann habe ich nach 2-3 Legs habe ich 129 gecheckt über 19, Triple 19 Bull. Das war ziemlich nice. Und jetzt wiegen wir den noch. Da das ein E-Dart ist, wiegt man den eigentlich, eigentlich mit einer Soft-Dart-Spitze. Wir nehmen jetzt hier so eine raus und wiegen die mal. Die müsste so ungefähr 0,31 haben. Die hat 0,28. Ich operiere das mal kurz. Hab's rausoperiert ohne Schäden. Hallo. So sehe ich von unten aus. 1 Gramm. Jetzt knudeln wir das einfach mal hier drauf. Ein Flight dazu. Und wir tun so, als ob der eine Spitze hätte. Und dann sind wir bei 18 Gramm. 18 Gramm Dart. Cool. 18 Gramm Dart. Geil. Und Witty Locky nehme ich auch wieder mit. Weiter geht's. Kommando zurück. Ich bin auch ein Amateur. Man könnte meinen, ich hätte es noch nie gemacht. Wenn ich schon mal da bin, lege ich die natürlich auch mal kurz drauf. Geil! Nichts mehr machen. 22, 22. Geil. Wenn das mal kein gutes Omen ist für Silvester, bin ich dabei. So, hier sind wir wieder in Medias Res, in der Mitte der Dinge am Ort des Geschehens, da wo die Seele baumelt in meinem Büro, wo der Löwe brummt, wo der Bär steppt, wo der Hamster quietscht. Und geile Simon Whitlock, 22 Gramm. Ah, jetzt wollte ich fast wieder schmeißen. Ich habe hier Skoja und einen Löwe. Aber ohne Flight und ohne Schaft haben wir letztes Mal schon versucht. Das ist nichts. Das machen wir lieber nichts. Dann haben wir hier so Flights. Ich werde das jetzt ein bisschen beschleunigen. Dimplex, MVG, Kingstart, neue Dimplex, kommen in die Kiste, die hätte ich euch gleich zeigen können gerade. Ich habe so eine Kiste mit aufgefalteten Flights, die quasi mal benutzt wurden, so wie der hier. Ich hole den einmal raus. Schau, siehst du hier unten? Der wurde mal gespielt hier, ist überhaupt nicht schlimm beschädigt, aber es hat jemand neue drauf und normal machst du dann auch nicht mehr wieder die alten drauf, sondern da bleibst du irgendwie dabei, dann neu. Und dann hast du die übrig. Was machst du mit denen jetzt, ne? Bei mir, ich habe eine Kiste jetzt im Förderzentrum, super geil, gerade MVG, weil ganz viele Kids sagen, hast du auch was von Weltmeister, hast du was vom Besten? Dann erkläre ich natürlich, ja, es ist eigentlich das gleiche Zeug wie bei allen, aber hier, das ist MVG, das ist gerade die Nummer 1 der Welt. Und dann sagt er, er will den haben. Und den Kindern ist das echt wurscht. Die Kinder schauen, die sehen das nicht mal, dass das hier eine Beschädigung hat. Der nimmt den, schraubt den drauf, hat einen Flight und ich verlange dafür 0 Euro.
kann er einfach drauf machen und das ist super. Also es ist hier alles sehr, sehr erschwinglich, dartpreismäßig, und ich kann auch so Flights mit leichten Beschädigungen noch brauchen. Überhaupt kein Problem, wirklich, super Sache. Kommt alles den Schülern zugute. Nein, Ruthless. So ein echtes Flight-Design? Hallo, habe ich noch nie gesehen. Cool. Jetzt geht der Christoph 40 hier an, der Rettungshelikopter. Man sieht es vielleicht, er hebt gerade ab. Langsam in die Luft. Von seiner Plattform. Ist wieder irgendwas passiert. Schade, schade an Silvester. Aber ja, gerade jetzt um Silvester rum werden die noch öfter raus müssen. Cool, dass es Leute gibt, die da drin arbeiten. Oh, ich dachte schon, du hast mir extra mega Bubble Mint mitgegeben, aber das sind Schäfte. Geil, wie viele Schäfte in so eine extra mega Bubble Mint Packung passen. Die ist aber auch extra mega. Von daher Bubble Mint, das ist schon ordentlich. Geil, geil, geil. Noch drei Gewichte. Da, 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 da. 2 Gramm Gewichte sind es. Kann man sein Barrel ein bisschen verlängern und schwerer machen. Krass, cool. Nitrotech, ProGrip, viel hier Harrows, Alamo. Nice. Schöne Schäfte. Super Sache. Genau wie bei den Flights habe ich auch eine Schaftkiste. Auch wenn da jetzt nur 2 dabei sind von einem oder statt 3. Wenn da 3 dabei sind, mache ich eine Packung von 3. Dann habt ihr gebraucht. Und wenn nur 2 dabei sind, habe ich so eine Gruschelbox. Weil es bricht ja immer nur ein Schaft ab. Bei einem Fallwurf brechen ja keine 2 Schäfte ab. Normalerweise. Sollen Menschen auch schon geschafft haben? Normalerweise nicht. So, ja, die Dinger habe ich zuhauf, hängen auch an meinem Weihnachtsbaum. Und Robson in Rot. Robson in Rot hatte ich noch nie, sind auch schon etwas verballert, sind aber super. Ja, die hat jemand gemocht. Auch gerade für Kids, Jugendliche, wo man sagt, probier mal so ein Stecksystem, willst du das mal machen? Machst du dir drauf, ist top. Und da sollen sie auch mal lernen, dass man mit so Dingern auch eine 180 werfen kann oder noch gescheit spielen kann. Glaub mir, ich habe am Anfang meine Flights gespielt, 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 bis die komplett zerfetzt und zerrissen waren und immer noch gespielt und es ging trotzdem. Das ist nicht so entscheidend, wenn da jetzt ein bisschen was kaputt ist. Wirklich nicht. Stabilisiert den Flug, aber jetzt kommt es nicht eine mega Abweichung rein, nur weil der jetzt ein bisschen kaputt ist. Glaube ich nicht. Habe ich lang genug für gespielt mit kaputten Flights? Glaube ich nicht. Ruthless! Geologic. Und endlich hält sich Tom auch an die Regeln. Und hat hier einfach keine Ruthless Flights reingetan. In diese Ruthless-Tüte. Ruthless. Ich verschluck schon meine Zunge hier. So, aber hat mir noch sehr viel Tütchen mit rein. Hast du das gehört? Nee, ne? Das Paket lag jetzt eine Zeit bei mir. Dass ich dieses Tütchen brauchte. Finde ich super. Finde ich super, 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 super. Freue ich mich drüber. Danke. Cool. Deflector Grip. Nylon Shafts. Nylon Shafts? Muss mal schauen, ob ich die habe. Könnte ich da sogar reinpacken. Ja, die Tütchen kann ich gut brauchen. Super. Oh. Geil. Patinierte Spitzen. Siehst du das? Die hat auch mal jemand geliebt. Geil. Oh, irgendwann in 5 bis 10 Jahren kenne ich mich hoffentlich so gut aus, dass ich sogar Stilspitzen erkenne und unterscheiden kann und sagen kann, boah, die sind von dem und dem Dart. Muss nur sagen, ich kenne mich schon wesentlich besser aus als vor ein paar Jahren. Oh, was haben wir hier noch? Gefro! Das ist bei mir hier. Gerald Fromlet ist es, ne? Gefro. Ja, ja. Memmingen, Garmisch, verstehe. Also, cool. Irgendwie lauter coole Werbung noch mit reingetan. Online-Angebot einholen. Tom, soll ich mir mal ein Online-Angebot? Soll ich mir mal Veleda Arzneimittel bei Stress? Bei Stress, danke. Da. Bei Stress. Den finde ich gut, dass du mir das mit eingepackt hast. Jo, dann sind wir ja schon soweit durch. Das Video wird recht kurz. Dafür werde ich die hier so liegen lassen. Bis ins neue Jahr. Und wahrscheinlich plus einen Tag. Und die werde ich auf jeden Fall direkt gleich mal werfen. Und den machen wir hier dazu. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein Carella-Dart. Ihr könnt mich gern eines Besseren belehren. Flights, super, super. Oh, die Tüte habe ich ganz übersehen. Noch mehr Ruthless Flights. Birnenform und Standardform. Pentathlon. Schön. Ich glaube, Ruthless und Pentathlon haben nichts miteinander zu tun. Sieht zwar ähnlich aus, aber Pentathlon und Amazon, diese anderen Flights, oder was heißt Flights? Meistens sieht man es auf Flights, da steht Amazon drauf. Und Elkhart Arts, das ist die gleiche Firma, Retriever Sports. Allerdings, diese Ruthless ist, glaube ich, nochmal was anderes. Yo, Ruthless ist eine Marke von Tommy's Darts International. Da könnt ihr mich auch belehren, ich bin ja lernfähig. Und ja, da würde ich sagen, das ist das Paket. Cooles Paket, schaut es euch mal so an, ist doch mega geil.
Und das bin ich. Und ich bin mega gut drauf heute, schneide jetzt das Ding zusammen und komme dann heim zu meinen Schatzis und habe ein super schönes familiäres Silvester und freue mich drauf. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Danke Leute, haut's rein. Ciao.